Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem brandneuen YouTube-Kanal zu meinem mittlerweile schon dritten bündnisübergreifenden Turnier mit Hilfe der Freundschaftskämpfe. Ihr kennt den Satz schon, ihr liebt den Satz, weil es ist ein geiles Projekt, ich feiere es, ihr feiert es, ich liebe es. Und genau deswegen, weil es so gut ankam, gibt es ein drittes Projekt und es sind jetzt mittlerweile schon 12 Bündnisse mit am Start. Mit insgesamt 32 Teilnehmern. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Projekt. Davor waren es nur 16 Teilnehmer gewesen im zweiten Turnier und im ersten Turnier waren es auch nur 8 Teilnehmer gewesen. Also sprich, es ist ordentlich was draufgeschlagen worden und ich bin wirklich sehr gespannt, freue mich auf dieses Projekt. Es hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, Bearbeitung, viel organisatorisches, schwieriges Wort, ich muss mal wirklich angewöhnen, Wörter zu benutzen, die einfach sind. Auf jeden Fall, ich habe euch ja schon ein bisschen was verraten, dass ich eine Überraschung für euch habe. Es kam nämlich jemand auf mich zu und meinte, der Gewinner des Turnieres müsste doch mal was bekommen. Und dann wurde ich hellhörig, habe mir gedacht, ja, ist ja wohl klar, eine Art Pokal oder vielleicht irgendwie ein Gutschein oder sonstiges, wie man es halt so kennt. Und dem war auch so, nämlich kein Gutschein, sondern ein Pokal. Aber nicht einfach irgendein Pokal, wo man sagt, komm, ich guck mal eben bei Amazon oder sonstiges, irgendein Billigpokal, irgendwas nicht sehr liebevolles. Nämlich ein sehr spezieller Pokal, mit Hilfe eines 3D-Druckers. Dazu aber auch nicht einfach irgendein, ich sag jetzt mal, laienhafter 3D-Drucker, weil da gibt's auch noch Unterschiede. Ich bin aber da nicht vom Fach. Deswegen sage ich, der Pokal wird nämlich gesponsert vom lieben Obsidian Wolf. Ich werde seinen Discord-Profilnamen hier einmal einblenden, das geht auch in Ordnung. Und ihr könnt ihn gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Aber ihr wisst ja noch nicht, wie der Pokal aussieht. Warum solltet ihr da noch Fragen stellen? Und deswegen werde ich diesen jetzt einblenden. Und ich würde einfach mal sagen, genießt das Bild. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Voila, der Pokal. Ja, der sieht wirklich mega geil aus. Schaut ihn euch an. Selbst ich bin ein Teilnehmer und ich sage euch ganz offen und ehrlich, ich will ihn haben. Und das Besondere an diesem Pokal wird noch sein, nicht nur weil es Tor ist und der ziemlich cool aussieht. Es ist alles nämlich auch mit Handarbeit und noch lackiert worden, alles Mögliche. Es kommt noch eine Besonderheit. Derjenige, der den Pokal gewinnt, dann wird nämlich noch ein Stein gedruckt und auf dem Stein kommt der Name des Turniersiegers. Sprich, wer jetzt angenommen ich gewinne, dann kommt natürlich mein Name, Delta07, auf den Stein. Das wird dann auf der Plattform draufgeklebt. Und dann ist das schon ein sehr individueller Pokal, den man sich gerne irgendwo hinstellt. Und ich glaube, den wollen wir alle haben. Ich hoffe, ich kann euch damit eine Freude machen. Und natürlich macht Obsidian Wolf mir persönlich auch eine Freude und bedanke mich sehr stark dafür. Er hat diesen Pokal nämlich gesponsert. Und falls ihr mal so ein Pokal außerhalb des Turnieres haben wollt oder irgendwas anderes in der Richtung, schreibt ihn gerne an und man kann über alles reden. Für genauere Informationen könnt ihr ihn auch gerne anfragen. Ich bin nämlich, was 3D-Drucker angeht, gar nicht vom Fach. Ich habe davon gar keine Ahnung. Ich habe sowas schon gesehen, aber selber noch nie gehabt. Deswegen schreibt ihn gerne an und ich will diesen Pokal gewinnen, freue mich wirklich mega, mega stark darauf. Aber würde sagen, damit haben wir erstmal die erste Überraschung erledigt. Nein, eine zweite folgt jetzt nicht. Nämlich erstmal eine Bekanntgabe. Wir haben 32 Teilnehmer. So, und ist natürlich auch ein bisschen viel für mich, jetzt die Kämpfe rauszuhauen ohne Ende. Deswegen brauche ich einen kleinen Vorsprung. Allerdings, die ersten 6 Kämpfe, sprich die ersten 12 Teilnehmer, die ich ziehe, werden den Kampf bitte schon innerhalb einer Woche gemacht haben und mir dann zusenden, damit ich die Chance habe, die Kämpfe jetzt schnellstmöglich zu bearbeiten und euch, das ist mein Plan, jeden Dienstag und jeden Freitag euch eine Folge zur Verfügung zu stellen, damit sich das Turnier natürlich nicht unendlich in die Länge zieht und ihr auch ständig mit neuem Material versorgt seid. Weil ich glaube, wir alle, wir feiern das Projekt und ich möchte euch da wirklich nicht stehen lassen und euch die ganze Zeit updaten mit neuen Folgen. Dem dazu.
Das andere ist, damals hat sich das immer so gehandhabt, dass wie im DFB-Pokal, der Erste, der gezogen wird, hat Heimvorteil. Natürlich, Fußball ist klar, Heimvorteil hat man, wenn man vor den eigenen Zuschauern spielt. Ist natürlich bei Jurassic World Alive nicht so möglich, man hat höchstens die Kampfansicht. Allerdings gab es da natürlich auch schon Probleme. Der eine oder andere ist natürlich nicht so mächtig mit der Technik, reimt sich. Möchte aber natürlich jetzt nicht andere benachteiligen, dass wenn jemand da nicht so mächtig ist oder Probleme hat mit dem Handy oder sonstiges, ist, derjenige nicht mitmachen kann. Das wäre doof. Deswegen ist ab jetzt egal, wer aufnimmt. Ihr könnt, also wenn ich die Paarung ziehe, ich mache trotzdem in der Reihenfolge heim, auswärts, wie ich es gezogen habe. Aber wie dann letztendlich gekämpft wird, wer die Aufnahme macht, das könnt ihr selber untereinander abstimmen. Das ist alles gar kein Problem, aber es gibt leider eine kleine Schattenseite. Wenn es sein sollte, dass von beiden Teilnehmern beide nicht aufnehmen wollen, seid mir nicht böse, aber da muss ich leider beide disqualifizieren. Aber das möchte ich nicht. Wie gesagt, ich habe detaillierte Beschreibungen im Discord hinterlegt. Ihr könnt einfach alles nachlesen. Ihr könnt auch bei den Teilnehmern nachfragen, die das schon aufgenommen haben, wie das funktioniert. Auch mich anschreiben. Also habt davor keine Angst, keine Probleme. Hier hilft sich jedem definitiv. Aber es muss einer aufnehmen. Nehmen beide nicht auf, muss ich leider beide disqualifizieren. Es tut mir leid, aber ohne Video, wie soll ich dann auch präsentieren können? Das wäre halt doof. Aber genug geschnackt. Jetzt habe ich euch das Wesentliche gesagt. Aber bevor wir ins Rennen gehen mit der Ziehung, würde ich sagen, wir stellen jetzt erstmal die Bündnisse und deren Teilnehmer vor. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Ich würde sagen, wir fangen mal an, die Kämpfe zu ziehen. Und wer hat denn die Ehre und wird die erste Person sein, der im dritten Turnier ins Rennen geht? Ich lose. Oh, ich dachte schon. Syla Ehre. Nein, ist nicht sogar Syla Ehre
die erste Person gewesen im zweiten Turnier? Ich glaube ja. Nee, Missy. Und der Gegner war Sylaera. Ich glaube, so war das. Okay, Sylaera, du hast irgendwie... Du ziehst es magisch an, im ersten Kampf immer zu sein. Ich kicke dich jetzt auch mal. So, und dein Gegner wird sein... Vielleicht wieder Missy. Oh mein Gott. Nicht wegen dem Namen. Django ist neu mit dabei, ist auch in meinem Bündnis. Aber ich habe gerade gedacht, ich wäre die Person X, weil das war so knapp gerade an meinen Namen. Das hat mich ja schon gestriffen. Okay. Sylaera kämpft zuerst gegen Django. Euch viel Glück. Django, dich pick ich jetzt. Und ich wünsche natürlich allen Teilnehmern viel Glück. Wenn ich das mal hier und da mal vergesse, ich werde das jetzt nicht ständig sagen. Ich wünsche euch allen viel Glück. Mir besonders natürlich auch. Ich möchte das Turnier auch gewinnen. Aber jetzt machen wir mal den zweiten Kampf. Kirito. Kirito ist am Start. Dich kicke ich jetzt erstmal. Und Kirito ist doch bestimmt vom Anime SAO Sword Art Online. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus. Bestimmt der ein oder andere Teilnehmer hier auch. Also Kirito, ich denke mal, du hast das von der Anime-Serie, oder? Kannst du mir ja gern mal verraten. Aber wer wird dein Gegner sein? Gabitronix, auch erstmalig mit dabei, ist auch die Bündnisanführerin, also eine Bündnisanführerin. Von dem Bündnis, jetzt habe ich gerade überlegt, Deutsche Elite 21. So, ich mache das gerade alles Freestyle aus dem Kopf. Ich merke mir sogar die Bündnisse, damit ihr es wisst. Ne? Also ihr könnt stolz auf mich sein. Deswegen, ich kick dich jetzt allerdings auch. Und bestimmen wir jetzt mal den nächsten Kampf. Mike, der Bündnisanführer von meinem Bündnis, ist am Start. Ich hoffe, dass ich nicht gegen ihn antreten muss, weil im ersten Turnier bin ich leider gegen ihn rausgeflogen. Im letzten Turnier bin ich bis ins Halbfinale gekommen, habe allerdings dann den Kürzeren gezogen gegen den Turniergewinner des zweiten Turniers, nämlich Schlenze. Aber Mike, ich kicke ich jetzt. Wer wird dein Gegner sein? Hürzi. Hürzi wird dein Gegner sein. Ist auch ein sehr spezieller Name. Habe ich auch noch nie irgendwie so gehört. Hürzi wird dein Gegner sein. Ist erstmalig mit dabei. Wie so viele andere auch. Ist klar, bei 16 Teilnehmern, jetzt 32, sind natürlich auch viele neue mit dabei. Freut mich auf jeden Fall sehr stark. Und auch viele, die immer dabei waren. Also, es sind auch welche, die wollen immer mitmachen. Ich finde das einfach genial. Aber auch Hürzi, dich muss ich jetzt kicken. Und dann bestimmen wir jetzt mal den nächsten Kampf. Und der Name... Steffi. Ich habe schon wieder fast gedacht, ich wär's. Steffi ist mit dabei. Du trittst an. Und dein Gegner wird sein... Einer mit dem längsten Namen meines Turnieres, Sleepy One Energy X. Ich denke mal, so spricht man es aus. Warum quält ihr mich eigentlich immer so? Also, ich nenne dich ab sofort einfach nur Sleepy. Finde ich geil. Sleepy, du bist auch neu mit dabei. Dich kicke ich jetzt allerdings. Und wir bestimmen jetzt mal den nächsten Kampf. Oh! Meiner einer! Ich bin dran. Ich muss mich kicken. Wer wird mein Gegner sein? Ah, sind noch viele Namen im Rennen. Okay,
Der Creator des Turnieres muss antreten gegen... Ich bin selber nervös. Oje, oje, oje. Mein Gegner wird sein... Peti. Du warst schon beim letzten Turnier dabei. Freut mich. Du bist mein Gegner. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ein schön kurzer Name. Du hast auch, glaube ich, den kürzesten Namen mit Bobi. Bist du Anne? Entschuldigung. Mira ist zwar auch kurz, aber Rick hier unten rechts ist auch sehr kurz. Aber Tobi, Deti, ich muss dich kicken. Damit steht unser Kampf fest. Ich wünsche uns beiden Glück. Mir ein bisschen mehr, sorry. Aber jetzt zum nächsten Kampf. Muskelspinne 90. Da frage ich mich wirklich, wie kommt man eigentlich auf so einen Namen? Ich denke mal 90 für den Jahrgang 1990 würde ich jetzt so vermuten. Aber Muskelspinne, ja, das ist wirklich sehr einfallsreich. Oder vielleicht irgendwo kopiert den Namen, man weiß es nicht. Vielleicht aus irgendeiner Serie, Spiel. Wäre auch sehr interessant zu erfahren, woher dieser Name stammt. Aber auch dich kick ich. Aber wer wird dein Gegner sein? Nimrod, auch erstmalig mit dabei, wird dein Gegner sein. Aber auch Nimrod muss ich kicken. Hier sind viele Namen, auch Nimrod. Hier sind wirklich viele Namen, wo ich denke, wie kommt ihr darauf? Aber es geht weiter. Der nächste Kampf. Der Kreis wird immer kleiner. Also kleiner an Teilnehmer. Und ich drehe. Stefan! Stefan, du bist am Start. Du warst auch immer am Start. Aber wer wird dein Gegner jetzt sein? Ich kicke dich und dein Gegner wird sein... Ah, ich dachte, ich hätte jetzt Zungenbrecher, weil den schwierigsten, kompliziertesten Namen hat auf jeden Fall der Teilnehmer rechts neben Enolino, der den Gegner von Stefan ist. Tipsrl. Ne? Keine Ahnung, wie ich dich nennen soll. Ich nenne dich einfach Fip. Keine Ahnung, also Fipsrl. Frage ich mich auch, wie dieser Name zustande kam. Macht bitte einfache Namen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber ihr wollt mich ärgern, das weiß ich. Deswegen, ich kicke jetzt Enolino. Und jetzt machen wir mal den nächsten Kampf. Wer wird gezogen? Missy. Missy85 ist mit dabei. Auch der Triple ist voll. Sie war bei allen Turnieren mit dabei. Auch dich muss ich jetzt kicken. Und dein Gegner wird sein... KTO Evan. Damit steht ein weiterer Kampf fest, aber auch dich muss ich kicken. Und wir kommen mal zum nächsten Kampf. Wer wird der nächste sein? Jerry. Jerry 1992. Auch du warst bei allen drei Turnieren mit dabei. Dich muss ich jetzt kicken. Und ich weiß, Jerry, du bist nervös. Wer wird dein Gegner sein? Vielleicht Nessa? Ihr seid ja ein Pärchen. Also hier haben wir ja immer Pärchen mit am Start. Ich weiß von zwei. Die waren auch schon im letzten Turnier mit dabei. Einmal Nessa und Jerry. Und Schlenze mit Syla Era. Zwei Pärchen. Vielleicht sind ja auch mehr hier, von denen ich nichts weiß. Weiß ich nicht. Aber die vier Teilnehmer sind mir bekannt. Aber Jerry, ich will dich jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen. Dein Gegner wird sein... Mein alter Rivale, Sir Clumsy.
Sir Clumsy war im alten Bündnis ein sehr, sehr, sehr starker Rivale von mir. Ich habe mich so gern mit ihm gemessen. Er ist jetzt allerdings in einem anderen Bündnis. Ich bin in einem anderen Bündnis. Ich weiß jetzt nicht, wie stark er ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er geschwächelt hat. Denke ich nicht. Ich selber habe ja ein Jahr Pause gemacht, aber Sir Clumsy glaube ich nicht. Deswegen könnte richtig fetzen. Wir schauen einfach mal. Aber Sir Clumsy, dich kicke ich jetzt. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Und ich vorab, ich erwähne es nochmal, bevor ich es vergesse. Die erlaubten Dinos stehen schon fest. Die habe ich im Discord-Bereich schon bekannt gegeben. Ich erwähne es allerdings hier nochmal im Video. Die erlaubten Dinos sind nur epische, außer Dreier-Dinos. Also Dreier-Dinos sind nicht erlaubt und nur epische. Aber ansonsten ist an Epischen alles erlaubt. Ist egal, ob Kreuzungen oder sonstiges. Es muss einfach nur episch sein. Also die gelben Karten. So viel dazu. Aber ich möchte die restlichen Teilnehmer natürlich nicht auf die Folter spannen. Es sind nämlich noch viele an Bord. Ich ziehe. Und der nächste Teilnehmer wird sein... Tobi. Dieser Tobi hat allerdings nichts mit Tobi Macaroni zu tun. Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier zwei Namen falsch gemacht. Nein, es sind zwei Tobis mit am Start. Tobi, du bist im Rennen und dein Gegner wird sein... Der Kreis schie... Oh, das wäre es jetzt gewesen. Sarah Joker. Sarah Joker wird dein Gegner sein. Damit steht ein weiterer Kampf fest. Ich kick dich auch, wünsche euch natürlich wie allen anderen viel Glück und wir wandern direkt weiter. Der Kreis wird immer kleiner, immer weniger und ich ziehe auch noch von meinem Bündnis sind welche mit am Start. Aber wer geht jetzt ins Rennen? Eben von gesprochen, Tobi Macaroni. Du bist im nächsten Kampf dabei und dein Gegner wird sein. Der Kreis ist sehr klein geworden. Nessa. Du musst gegen Nessa antreten. Jemand aus meinem Bündnis. Nessa. Ich weiß nicht. Es wird ein harter Brocken wahrscheinlich, weil Tobi Macaroni ist der Bündnisleader von Deutsch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel, viel Glück. Wird vielleicht nicht einfach, aber man muss eins bedenken. Wir spielen nur mit Epischen. Und ich denke, wir alle, die hier in dem Turnier mitmachen, sind es auch einfach nicht mehr gewohnt, mit epischen Dinos zu spielen. Wir sind in der einzigartigen Bereich. Halten wir uns auf, Apex oder sogar mal hin und wieder Legendäre. Ja, wir haben das Ingame-Turnier, aber ich denke, ich spreche für viele andere, die sagen, die feiern das Ingame-Turnier nicht so stark. Ist leider überpowered manchmal, wenn man selber nicht überpowered ist, dann ist man da manchmal verloren. Deswegen finde ich dieses YouTube-Turnier mit den Freundschaftskämpfen sehr, sehr geil und nicht nur ich, sondern auch bei euch findet das sehr großen Anklang, deswegen freue ich mich darüber. Aber wir machen jetzt mal weiter. Wer wird der nächste Kampf? Wer wird der nächste Kampf? Genau. Wer wird im nächsten Kampf antreten müssen? Schlenze. Schlenze, du bist am Start. Bist auch, für alle Teilnehmer, die das nicht wissen, aber ich denke mal, viele haben es mitbekommen, hat mich im Halbfinale gekickt. Und Gott sei Dank kann ich sagen, ich habe wenigstens verloren gegen den Turniersieger des zweiten Turnieres, gegen des letzten Turnieres. Ach, Gott sei Dank, ich bin wirklich so froh. Dann kann ich mir das wenigstens einreden. Ich bin bis ins Halbfinale gekommen, habe gegen Schlenze dann den Kürzeren gezogen. Aber auch dich muss ich jetzt kicken. Aber wer wird von den Teilnehmern dein Gegner sein? Ist natürlich sehr entscheidend, weil wir wissen... Schraffel war der Turniersieger des ersten Turnieres, ist allerdings in der ersten Runde des zweiten Turnieres rausgeflogen. Also, ist wie im Fußball, man kann Weltmeister werden und du kannst in der Gruppenphase rausfliegen. Wir kennen es an Deutschland und an so vielen anderen Ländern, die das alles schon durchgemacht haben. Aber ich möchte euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Wer wird dein Gegner sein?
Rennen to Kill. Zu Rennen to Kill kann ich dir auch nichts sagen. Erstmalig mit dabei. Ich weiß nicht, wie stark die neuen Teilnehmer sind. Aber ich denke, jeder, der hier am Start ist, wird nicht schwach sein. Deswegen, der Kampf steht fest. Aber auch dich muss ich jetzt kicken. Und der Kreis ist wirklich eng. Jetzt sind es nur noch 8 Teilnehmer. Und welchen von den 8 Teilnehmern werde ich hier ziehen? Immer noch Leute aus meinem Bündnis mit dabei. Mira. Mira ist jetzt dran. Mira, dich muss ich kicken. Wir beide sind ja im letzten Turnier leider im Halbfinale gescheitert. Eigentlich hätten wir ein Spiel um Platz 3 machen müssen. Vielleicht mache ich das in diesem Turnier, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht werden wir dieses Mal einen Kampf um Platz 3 machen. Aber eigentlich zählt nur der erste Platz. Das wissen wir alle. Aber Mira, wer wird dein Gegner sein? Geisengeneral. Geisengeneral wird dein Gegner sein. Dich muss ich jetzt allerdings kicken. Jetzt sind nur noch 6 im Rennen. Und welchen von den 6 werde ich jetzt ziehen? Der komplizierte Name ist immer noch vertreten. Und er wird jetzt gezogen. War so klar. Der komplizierte Name. Ups. Ich muss mal wirklich eine Sprachnemo von ihm bekommen, irgendwie über Discord, wie man seinen Namen aussprechen soll. Außer ihr sagt mal, bist du doof, der wird so ausgesprochen. Keine Ahnung, es ist nicht immer so einfach. Aber auch dich muss ich kicken. Und wer wird dein Gegner jetzt werden? Es sind immer noch Leute aus meinem Bündnis da. Mr. Cena. Mr. Cena 91 wird dein Gegner sein. Damit steht ein weiterer Kampf fest. Dich muss ich kicken. Und wir haben immer noch einen Bündnisanführer von dem Bündnis German mit am Start, nämlich Fuffi 27. Euch vier wollte das Drehrad einfach nicht drehen, erhalten, sonstiges. Aber jetzt kommt die Zeit, der Kreis schließt sich und wir ziehen den weiteren Kampf. Und der Teilnehmer wird sein... Boah, das ist aber wirklich konstant gerade nach oben, genau mittig zum Namen. Rick, sehr schön gelandet. Sehr schöne Aufstellung gerade vom Drehrad. Du bist auf jeden Fall mit am Start jetzt, dich kicke ich. Jetzt ist das Drehrad nur noch weiß. Wir sehen keine Abgrenzung mehr. Das macht es jetzt gerade nur umso schwerer. Aber das Drehrad verrät es ja. Wer wird dein Gegner sein? Puffy. Profi 27 wird dein Gegner sein. Damit stehen alle Teilnehmer fest. Aber, komm, machen wir es nicht drauf. Also, wieder meine deutsche Sprache, schwere Sprache. Den Spaß gönnen wir uns jetzt noch. Ich weiß, wir machen keinen Heimvorteil, aber wen hätte ich gezogen? Und wen hätte ich einfach gar nicht gezogen? Ich hätte gezogen Muppets. Muppets habe ich gezogen und dann kann ich noch zu Potato was sagen. Er war im letzten Turnier ja auch vertreten und hieß Chris HD. Deswegen nicht wundern, das HD ist geblieben, aber der Vorname hat sich verändert. Hieß im zweiten Turnier am Ende des Turnieres auch schon Potato HD, hab das aber im Turnierbaum nicht angepasst, würde unnötig Verwirrung stiften. Jetzt kann ich sagen, Potato HD ist Chris HD, weiterhin vertreten. Ihr beide seid am Start, wer von euch die Aufnahme macht, ist euch überlassen. Alle Kämpfe stehen fest. Ich kann nur nochmal sagen, ich bedanke mich an alle Teilnehmer für dieses geile Projekt, wünsche euch allen sehr, sehr, sehr viel Glück, viel Erfolg und auch mir. Ich möchte die Trophäe wirklich gewinnen. Ich hoffe, ihr freut euch über diese Überraschung, dass ihr so eine Trophäe gewinnen könnt, weil ich finde die ziemlich cool, ziemlich nice. Und ich möchte sie persönlich auch gewinnen. Damit Delta 07 mit den Namen natürlich mega geil.
Aber machen wir uns nichts vor, bei 32 Teilnehmern, es wird eine Menge Arbeit werden, es wird eine große Schlacht werden. Bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. So, allerdings seht ihr ja jetzt per YouTube schon den Weltall, aber ihr wisst ja noch gar nicht, wie das Schlachtfeld aussieht. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal das Kampffeld an. Wird auf jeden Fall cool werden. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal alle zusammen nach unten gehen und schauen uns, wo die Kämpfe jetzt stattfinden werden. Wird auf jeden Fall cool. Und zur Ergänzung möchte ich eins sagen, bevor wir runtergehen. Die Sache ist die, ich mache ja jetzt einen neuen YouTube-Kanal. Wie gesagt, wenn ihr mir helfen wollt, könnt ihr mir gerne ein kostenloses Abo dalassen. Es hilft mir, um an Reichweite zu gewinnen. Aber ich wollte einfach mit der Qualität einfach neu starten, mit der YouTube-Erfahrung. Sie ist keine große YouTube-Erfahrung, aber ein bisschen nehme ich mit und deswegen dachte ich, das mache ich jetzt. Und ich denke mal, die einen oder anderen, die mich von Anfang an begleitet haben, haben gesehen, dass ich ordentlich nachgelegt habe. Und mit diesem Turnier wollte ich natürlich auch qualitativ nochmal eine Schippe drauflegen. Ich denke, das ist mir gut gelungen und wird mir auch gut gelingen, weil ihr werdet ja noch vieles sehen im Laufe des Turnieres. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt runter und schauen uns mal den Kampfplaneten an, den Schlachtfeld. So, meine Freunde, wir sind ja jetzt hier auf dem Planeten und ihr seht, ist eine sehr heiße Kulisse. Ich weiß auch nicht, wer sich diesen Planeten ausgesucht hat. Ich muss wirklich mal mit dem Management darüber reden. Aber das ist jetzt unser Planet. Wir werden jetzt hier ein paar Schlachten kämpfen und ich muss wirklich sagen, ich freue mich definitiv darauf. Hier werden viele Schlachten geschlagen und es wird ein geiles Turnier werden. Ich freue mich einfach darauf und wünsche allen Teilnehmern viel, viel Glück. Was sind das hier für Störungen? Hallo? Leute? Seid ihr noch da? Wer ist da? Was sucht ihr hier? Etwa mich? Dich? Ich wusste gar nicht, dass hier jemand ist. Das Management hatte gesagt, dass der Planet unbewohnt ist. Wer wohnt hier überhaupt? Der ist doch gar nicht lebensfähig. Und warum bin ich jetzt hier? Wo hast du mich hingebracht? Wo sind meine ganzen Teilnehmer? Leute? Könnt ihr mich noch hören? Warum kommst du mir näher? Nein? Bleib weg. Leute? Nein, haut ab! Haut ab! Verschwindet!